Ja, ich habe als Basis nochmal die eigentliche mindestens oder dreimal mindestens Aufgabe hingeschrieben. Dazu habe ich auch ein Video, wo es ein bisschen ausführlicher noch ist. Ich habe das als Einleitung gemacht, damit ich die Version gleich abwandle, damit ihr dann seht, wie ähnlich dann wiederum das ganze Paket ist, wenn die Aufgabenstellung nur leicht anders ist. Ich hatte in dem Video auch geklärt, dass die mindestens auch mal mindestens mehr Aufgabe heißen kann. Dann wird das mehr hier irgendwo stehen. Aber grundsätzlich ist es die dreimal mindestens Aufgabe. Ihr habt 10% defekte Schrauben. P für defekt, von mir aus PD ist gleich 0,1. Ihr habt N gesucht, denn wie viele muss man mindestens untersuchen? Und ihr habt eine Wahrscheinlichkeit gegeben, eine weitere, diese 95%, das ist aber nicht klein p, sondern das ist die Wahrscheinlichkeit, die es ja an Wert annehmen soll, bei der Voraussetzung, dass wir mindestens eine Defekte bekommen. Also wäre es ja p von mindestens eine Defekte, soll mindestens 95% sein. Mindestens eine Defekte, ich mache nochmal die Kurzversion, ist 1 minus keine Defekte. Und keine Defekte wäre dann, das hatte ich in dem Video ja gesagt, ganz einfach nur 1 minus die gegebene Wahrscheinlichkeit für Defekt, weil wir brauchen die Gegenwahrscheinlichkeit, hoch n, größer gleich 0,95. Und dann war es ja das Paket, hier kann ich dann 0,9 hinschreiben und dann mit Umstellen und Logarithmus an n kommen. Jetzt wird die Aufgabe gerne mal abgewandelt, dass, wenn da steht, was weiß ich, P% defekte Schrauben und nicht wie viele muss man mindestens untersuchen, sondern wie ist klein p zu bestimmen, damit, was weiß ich, ich wandle das mal so ganz grob ab, unter 50 gleich n Untersuchten mit mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit mindestens eine Defekte ist. Jetzt habt ihr ja n gegeben, ihr habt p gesucht. Immer noch das, was rauskommt, mindestens 95%. Und die Struktur ist immer noch die gleiche. P von mindestens eine Defekte ist 1 minus Gegenwahrscheinlichkeit von dem eigentlichen für Defekt ist dann 1 minus P hoch 50 ist jetzt aber gegeben, größer gleich 95%. Und jetzt könnt ihr wieder ganz entspannt umstellen, da ich mir jetzt vorstellen kann, dass, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ihr drunter schreibt, dann stell auch noch mal eben um. Ihr habt jetzt entweder die Möglichkeit, dieses Paket plus rüber zu holen und das minus. Manche sagen dann, ich hole lieber direkt die 1 rüber, dann habe ich aber hier eine negative Zahl stehen. Wenn ich eine negative, ich mache beide, habe ich mich gerade so entschlossen. Das Paket minus hier rüber geholt, 1 minus 0,95 ist 0,05. Das Paket plus rüber wäre größer gleich 1 minus p hoch 50. Das Paket hier gelassen und die 1 darüber geholt, dann hätten wir minus 1 minus p hoch 50 größer gleich minus 0,05. Und hier bitte ich euch, dass ihr darauf achtet, wenn ihr jetzt erstmal noch, bitte noch nicht die 50. Wurzel ziehen, sondern erstmal mit minus 1 multiplizieren, damit das Minus verschwindet. Wenn ich das aber mache, 1 minus p hoch 50, dann dreht sich der Schnabel rum, kleiner gleich 0,05. Und im Endeffekt steht hier genau das Gleiche, nur hier würde ich dann von links nach rechts lesen mit der 0,5, hier könnte ich andersrum lesen. Es kommt auf das Gleiche hinaus. Was müsst ihr jetzt an beiden Stellen machen? Das war der wichtige Schritt, damit man da nicht in die Falle tappt. Jetzt bei beiden entsprechend die 50. Wurzel. Also 50. Wurzel aus 0,05 größer gleich 1 minus p. Und ich denke mal, jetzt sollte der Rest klar sein. Achtet bitte nur eben auf, wenn ihr diese Version macht, wenn ihr mit minus 1 multipliziert, dass sich der Schnabel rumdreht.